Tja, und bevor wir jetzt auf unseren nächsten Beitrag kommen, hier noch ganz schnell ein Hinweis, der natürlich auch damit zu tun hat. Nach diesem Beitrag gibt es die Kartenverlosung für dieses Event. Und was das für eins ist, das sehen Sie vielleicht schon am Hintergrundbild. Denn am 6. Januar, da rollt in der Zwickauer Stadthalle wieder das runde Leder. Es werden 3.500 Zuschauer zum ZEV Hallenmasters erwartet. Der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC, die sich am Samstag einen wahren Derby-Krimi lieferten, können diesmal erst in der Finalrunde aufeinandertreffen. Das hat die Auslosung ergeben, die in der Halbzeitpause der Drittligapartie vorgenommen wurde. Die Himmelblauen spielen neben dem VfB Auerbach und dem Perspektivteam von Dynamo Dresden in der Gruppe A. Die Ziegner Schützlinge treffen in Gruppe B auf die Westsachsen-Auswahl und den VfC Plauen. Im Eröffnungsspiel stehen sich der Chemnitzer FC und der VfB Auerbach gegenüber. Prall gefüllt wird auch im Jahr 2018 der Sportkalender unserer Stadt Zwickau sein. Bereits am 6. Januar geht's in der Stadthalle los. Dort rollt der Fußball im Rahmen des ZEV Hallenmasters. Und wer in den vergangenen Jahren dabei war, der weiß natürlich, Fußball in der Halle, das ist fast zum Anfassen, wenn man seinen Lieblingen einmal so nah ist. Auch im Jahr 2018 wird ein hochkarätiges Teilnehmerfeld für Gänsehautatmosphäre unterm Hallendach sorgen. Peter Keller, unter anderem Profi in Chemnitz und Zwickau, wird Trainer einer Regionalauswahl Westsachsens sein. Vom VfC Plauen kam Stefan Schumann zur Pressekonferenz und freut sich auf ein Klassentreffen mit vielen ehemaligen Kollegen. Das stimmt. Also ich fand den Satz natürlich erstmal sehr passend. Ich sehe das schon so, ist noch ein Klassentreffen, wie es auch in der Mitteilung schon steht. Es sind viele Spieler, die sich kennen, über die Jahre kennen und die auch immer sauber miteinander umgegangen sind. Und es wird auch diesmal so sein, der Spaß steht im Vordergrund und es ist auf jeden Fall ein Klassentreffen, ja. Die Regionalliga wird verkörpert durch den Sachsenpokal-Halbfinalisten VfB Auerbach. Michael Himmisch, der VfB Auerbach, mit Ihnen als Trainer ist ein gern gesehener Gast hier beim Hallenturnier in Zwickau. Was ist für Sie eigentlich das große Charakterliche, was so ein Hallenturnier eigentlich ausmacht? Erstmal muss ich sagen, ist diese Stadthalle Zwickau extrem gut geeignet für so ein Event. Die Zuschauer sind sehr nah am Platz dran und es ist eine herrliche Atmosphäre. Mit dem Videowürfel oben, das hat schon richtig Qualität. Und die Mannschaften hier aus der Region, das macht es besonders spannend. Wir messen uns mit Truppen, die wir sonst im Liga-Alltag nicht haben. Und von daher ist das eine richtig interessante und qualitativ hochwertige Angelegenheit in Zwickau. Aus der dritten Liga kommt der Chemnitzer FC nach Zwickau. Sportdirektor Steffen Ziffert und seine Meinung zum Hallenturnier. Es wird immer sehr gut angenommen von den Spielern, gerade in der Vorbereitung, wenn doch ein hartes Programm außerhalb von jeglichen Hallen stattfindet, viele Laufeinheiten, aber auch viel mit Ball gearbeitet wird. Und deshalb ist so ein Hallenturnier für jeden Spieler, der das gerne macht. Es gibt natürlich auch absolute Hallenspezialisten, Spieler, die gerne in der Halle spielen, gibt Spieler, die nicht so gerne in der Halle spielen. Aber ich glaube doch die meisten, weil eben viele Aktionen sind, es ist viel Action dabei, viele Tore fallen. Also auch für die Zuschauer ist es eine gute Stimmung. Und gerade hier in Zwickau bei diesem Teilnehmerfeld, glaube ich schon, bei einer ausverkauften Halle, dass es hier ein sehr schönes Turnier wird. Herr Ziffert, wer ist denn beim CFC so ein Hallenspezialist, wie Sie gerade gesagt haben? Ja, ich denke, dass wir einige Spieler dabei haben. Ich glaube aber auch, dass gerade auch junge Spieler, die so ein bisschen im Anschluss stehen, dass die beziehungsweise auch der Trainer gerne so ein Turnier mal wahrnimmt, diese Spieler zu sehen, die auch gerade in unserem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet worden sind, sehr gute Fußballer. Aber ich denke jetzt zum Beispiel an Okan Aydin, der für mich natürlich für die Halle prädestiniert ist. Damit sind wir beim Pokalverteidiger, unserem FSV Zwickau. Für Trainer Thorsten Ziegner ist es eine Verpflichtung, den Titel zu verteidigen. Ja, genau mit dieser Verpflichtung gehen wir auch rein. Ich glaube, es ist wichtig bei diesem Turnier, den Leuten, die in die Halle kommen und da das Turnier in Zwickau stattfindet und wir die Heimmannschaft sind und extrem viele Leute nur wegen uns in die Halle kommen, denen dort auch was zu bieten. Und da gehört eben dazu, dass man zum einen Spaß vermittelt, dass man näher zu den Leuten, die in der Halle sind, vermittelt. Und wenn man das kombiniert kriegt, ist man am Ende erfolgreich. Ob es dann wieder zum Sieg reicht, werden wir schauen, aber wir gehen es an.
Torsten, setzt der Veranstalter verstärkt auf Mannschaften hier aus der Heimat oder aus der Region? Ist das noch ein zusätzlicher Ansporn für den FSV Zwickau gegen Mannschaften wie Plauen oder wie Auerbach, gegen die man natürlich jetzt nicht mehr jeden Tag spielt, erfolgreich zu sein? Ich finde es cool. Also mich freut das, dass es eben viele Mannschaften oder alles Mannschaften aus der Region sind, wo man persönlichen Bezug hin hat, wo aber auch die Menschen, die in die Halle kommen, die zum Fußball kommen, die hier aus der Region sind, persönlichen Bezug haben. Wir werden in allen Spielen, sowohl in der Vorrunde als auch in den Platzierungsspielen, werden wir Derbys haben, was immer einen Reiz ausmacht. Zusätzlich sind in den unterschiedlichen Teams Mannschaften, die schon mal beim Gegner gespielt haben. Auch das macht einen Reiz aus und wir können allen Leuten, die in die Halle kommen, allen Leuten, die von dem Turnier erfahren, können wir einfach zeigen, dass trotz aller sportlicher Rivalität unter den Mannschaften in der Enge der Region ein sauberes Miteinander und dass wir miteinander gut auskommen und dass wir zusammen ein ordentliches Turnier präsentieren können. Das Teilnehmerfeld im Januar wird komplettiert durch ein Perspektivteam der Dresdner Dynamos. Das sind junge Spieler, die irgendwann einmal als Profi ihren Weg gehen wollen. ZDV-Geschäftsführer Volker Schneider über die Bedeutung von Hallenturnieren. Und was traut er eigentlich den vermeintlich Kleinen zu? Ja, Hallenturniere haben immer eine Brisanz, eine Nähe zum Publikum. Es ist ein schnelles Spiel. Es ist vor allem auch technisch wesentlich mehr zu sehen als auf einem großen Feld. Es fallen wesentlich mehr Tore. Und das ist natürlich ein ganz anderes Ambiente, als wenn man so ein 0-0-Gekicke auch mal erleben muss auf dem richtigen Fußballplatz. Es ist ja so, dass in der Halle natürlich darauf ankommt, draußen brauche ich 11 gute Spieler, in der Halle dann eben nur 4 oder 5. Das heißt also, dass wenn die guten Truppen auftreten, natürlich der Leistungsunterschied, der vielleicht auf dem Feld erkennbar ist, in der Halle bei weitem nicht so stark ist. Insofern kann jede Mannschaft dieses Turnier gewinnen. Das ist ja in der Vergangenheit auch schon passiert. An diesem Nachmittag wird es natürlich auch ein großes Rahmenprogramm in der Stadthalle geben. Es lohnt sich also, dabei zu sein am 6. Januar, wenn es heißt, los, der Ball rollt.